Also alarmiert ist die Freiwillige Feuerwehr Schondorf mit dem Stichwort Flächenbrand. Zwischenzeitlich, bis die Kräfte im Feuerwehrhaus waren, ist das Alarmstichwort erhöht worden auf Schuppenbrand. Und somit war die Feuerwehrabteilung Schombach und die Feuerwehrabteilung Schondorf im Einsatz mit insgesamt 7 Fahrzeuge und 37 Feuerwehrangehörigen. Also der Schuppen war im Vollbrand und eine Person lag bereits vor dem Schuppen. Die Feuerwehrleute konnten diese noch aus dem Gefahrenbereich ziehen. Es waren insgesamt 3 C-Rohre waren im Einsatz. Und aufgrund der Wasserversorgung in diesem Wochenend-Grundstücksgebiet ist relativ schlecht. Das heißt also, man musste an der Hauptstraße einen Hydrant fertig machen und eine Schlauchleitung nach da oben vorziehen. Zwischenzeitlich konnte man aber mit insgesamt rund 4.500 Liter Löschwasser, das man in die Fahrzeuge mitbringen, das Feuer eigentlich löschen. Also die Schlauchleitung war ca. 350-400 Meter bis zur Einsatzstelle. Also wir bauen mittlerweile schon die ersten Fahrzeuge zurück, dass wir wieder einsatzfähig sind. Und die Feuerwehrabteilung Schombach nimmt jetzt noch Nachlöscharbeiten vor und unterstützt die Kriminaltechnik bei der weiteren Untersuchung. Also ja, Einsatz mit Verstorbenen, Sie sagen es gerade, es ist immer belastend für die Einsatzkräfte. Wir haben uns bereits unterhalten, es wird eine Nachbesprechung nachher geben im Feuerwehrhaus in Schombach. Und wir werden unter Umständen dann entsprechende PSNV, also psychisch-soziale Notfallnachsorge, eventuell in Anspruch nehmen. Das stellen wir aber den Kameraden dann frei.